Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, der Hauptkampf des heutigen Abends wird Ihnen präsentiert von Agon Sports and Event. 12 Runden IBF Intercontinental Championship im Superweltergewicht. Das Gewichtslimit 69,853 Kilogramm. Ich darf Ihnen immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor ist Thomas Pütz aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter. Caroline Pütz aus der Bundesrepublik Deutschland, Jérôme Lade aus Frankreich und Manuel Oliveira aus Spanien. Kommen wir zum Fighter in der roten Ecke. Er ist 29 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 69,8 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,77 Meter. Er ist Profi seit 2015. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 14 Kämpfe, 14 Siege, 6 Mal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Horn in der Schweiz, Sino Molli! Sein Gegenüber in der blauen Ecke von Agon Sports and Event ist 29 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 69,7 Kilogramm auf die Waage und misst 1,74 Meter. Er ist Profi seit 2018. Sein Kampfrekord: 14 Kämpfe, 13 Siege, 8 Mal gewann er durch K.O. Er ist der amtierende IBF Intercontinental Champion, der Lokalmatador aus Berlin, Horro Marco Bosion. Der Ringrichter dieses Fights ist Timo Habichhorst aus der Bundesrepublik Deutschland. Okay, gentlemen, I expect that you know the rules. Always a clean fight, we go about 12 rounds. Okay, back to your corner and good luck. 12 Runden, IBF Intercontinental Championship. Seconds out, ring frei, Runde 1. Round 1. Nochmal ein ganz kurzes Wort zum Kampfrekord von Haro Matebosian. Er hat 14 Kämpfe, einen No-Contest, den habe ich vorher nicht mitgerechnet. Nach einer Verletzung in der ersten Runde wurde der Kampf abgebrochen. Und auch nicht gewertet, also dann bleiben von 13 Kämpfen 13 Siege, 8 Mal vorzeitig übrig für Haro Matebosian in der schwarzen Hose. Interessanter Mann, der Sino Molli, hat Betriebswirtschaft studiert, ist mittlerweile als Berater unterwegs für verschiedene große Firmen in der Schweiz. Boxen macht er auch noch, aber eigentlich schon nebenbei. Trotzdem 14 Kämpfe, 14 Siege. Frage, ob er den Bruch hier von Matebosian standhält und der hat schon mal die erste Linke ihm da reingebrettert. Ja, nochmal Rechtsausleger. Das ist schon mal beeindruckt. Konzentrierte Leistung hier von Haro Matebosian, aber ich komme von ihm gewohnt. Ist keiner, der ja große Sperrenz hier macht. Ganz nüchterner, zielorientierter Boxer. Da habe ich immer den Eindruck, der ist gar nicht nervös. Ja. Er geht da rein, macht das Ding und dann gehe ich auch wieder raus, fahre nach Hause. Also, so einen Eindruck habe ich von ihm, von Haro. Also ist ganz, ganz entspannter Typ. Ich glaube, du liegst auch nicht weit weg. Ja, das wird schwer für den Sino Molli. Ja,
Sache für Haro Matevosyan. Trainer war auch zufrieden. Hat 3 Jahre Pause eingelegt. Nach 2018 der Sina Moili Comeback dann. In diesem Jahr mit einem Sieg über den starken und unbequem zu boxenden Moldawier Octavian Krati. Aber natürlich kein Vergleich zu Haro Matevosyan. Seconds out, Ring 2, Runde 2, Round 2. Timo Habikos, übrigens der Ringrichter. Ja, hat einige Fans mitgebracht. Der Zino Moili aus Horn. Liegt in der Nähe vom Bodensee. Er boxt natürlich jetzt ganz vorsichtig, der Zino Moili ist da schon in 2 harte Dinger reinmarschiert. Der Matevosyan. Hier gibt es keine Kunstpausen, sagt er. Nee. Der marschiert und marschiert. Ja. Immer wieder beschäftigt mit seiner Führerhand. Jawohl. Eine lockere Linke drin. Einmal frei. Er muss sich bewegen, der Moili, sonst wird es schwer. Ja, er war vorhin schon beweglich auf den Beinen. Jetzt Zino, Moili. Jetzt geht er nur noch zurück, also... Ja, richtig Stimmung jetzt in der Tennishalle. Da weiß man, was gefehlt hat in der Corona-Zeit. Ja, da muss ich sagen, trotzdem ganz gut aus der Affäre gezogen. Ja. Ja, guck, ob er das 12 Runden durchhält, ne? Ja. Dieses Weg. Aber ich habe den Eindruck, dass der Matevosyan noch nicht richtig Gas gegeben hat. Nein. Ne? Ist alles also ein bisschen zurückhaltend. Er sagt sich auch, ich habe 12 Runden Zeit, ich mache ihn jetzt erstmal müde, stelle ihn mir dann ordentlich hin und dann muss ich ihn irgendwann abschießen, hinten raus. Also Francis Aldama, Jack Kulkai. Seconds out, Ring frei, Runde 3, Round 3.
linke zum Kopf. Gleich nochmal. Vor allem Molly sieht alles verkrampft aus seiner Haut, ne? Finde ich. Cut? Ja. Ja, Cut beim linken Auge. Oh, auf die Leber. Da muss er mal runter. Mal ganz tief Luft holen. Naja, da kam es zum falschen Zeitpunkt. Der Niederschlag. Erstes Cut. So. Dr. Stefan Bock schaut sich die ganze Sache mal an. Ja, kann weitergehen. Ja, eine Minute haben wir noch. Also nicht so tief. Hat die Ecke was zu tun jetzt? Wir hatten von Schumann Cut, das war ruckzuck zu. Hat wunderbar gehalten. Naja, jetzt zieht er an, der Mathe Bosjan. Schlagen will, hat er schlechte Karten, der Mäuli. Er muss über die Führungshand kämpfen. Das macht er zu wenig. Er streckt sie nur aus, er schlägt sie nicht. Nee. Guter Körpertreffer. Ja, reicht mal drin. Aber so alles ein bisschen dem Zufall überlassen, ne? Was der Mäuli aber doppelt und dreifach wieder, ne? Ja. Ja, zack. Mach ich wieder eine schnelle Führhand. So, wollen wir mal gucken, ob die auch so gut sind da, was das Cut angeht. Hat er eigentlich Glück gehabt, dass das Cut gekommen ist? Ja. Konnte sich noch ein bisschen ausruhen. Eine kleine Pause gehabt. Ja, als es gerade prekär wurde. Er diskutiert noch mit Jack. Also die Luft ist da. Ja, Jack Hulgay liebäugelt immer noch mit einem WM-Ausscheidungskampf gegen den Australier Tim Chu. Seconds out, Ring 3, Runde 4, Round 4. Am 17. November gegen Takeshi Inoue anzutreten. Und da muss man mal weiter abwarten. Er will ja nochmal einen WM-Kampf bekommen und er braucht halt einen entsprechenden Ausscheidungskampf, einen Sieg. Und der Chu wäre schon genau der Richtige. Gewartet. Ja. Ja. Da kann er auch schön rüberhauen. Hat schon wieder offen. Ja.
Oh ja. Da geht aber auch kein Schritt zurück, ne? Nö, sagt er. In aller Ruhe stehen, sagt er, komm mal. Ich lauf lieber hinterher, sagt er, als zurück. Der kennt auch gar keinen Rückwärtsgang. Jawohl. Geht's mal zum Körper. Diesmal. Ja, aber macht's nicht schlecht, der Mäuli. Nein, er gibt hier nicht kampflos auf. Ne? Ja. Er versucht, probiert jetzt. Geht er tapfer. Ja, wenn Haro Tempo jetzt öfters mit. Mal auf den Körper gehen würde, würde ihm auch die Luft nehmen. Ne? Also, jawohl, ja. Den braucht er. Ja. Und wieder zum Körper, zum Körper. Also, Nummer 2 der Schweizer Rangliste, der Cino Mäuli, hinter dem Portugiesen Ricardo Silva, der mittlerweile auch die Schweizer Staatsangehörigkeit angenommen hat, Profi seit 2015, 2018 WBF International gegen den Südafrikaner Chico. Danach WBF Weltmeister, gut, kleiner Verband, World Boxing Federation gegen Josef Scharatnik aus der Tschechischen Republik, aber der hatte immerhin einen Kampfrekord von 11 Kämpfen und 10 Siegen, also war nicht ganz so schlecht. Cino Mäuli begann als 13-Jähriger mit dem Boxsport und war insgesamt 5-mal Schweizer Meister bei den Amateuren. Gut los mit 3 Treffern. Gut. Rechte. Schlägt da viele Haken mit der Führungshand, der Mateo Bossian. Verlässt sich da nicht nur auf seine Schlaghand. Nein, die ist sehr flexibel, die Führhand. Hopp. Jawohl, wieder zum Körper. Links, wunderbar. Ja. Und nochmal Körper, Kopf. Ja, aber das Cut haben sie auch gut verarztet, ne? Ja.
hellwach, Matevosian. Tun weh. Ja, es geht häufiger zum Körper. Ja. Und nochmal zum Kopf jetzt. Ah, der kann ganz schön einstecken, der Zino Meuli. Ja, hat noch 7 vor sich. Alter, Achtung. Das kann nochmal wehtun jetzt. Sechste Runde kommt. Hier nochmal die Körpertreffer. Ja. Da tut schon weh beim Hinkicken. Da nochmal der Nasenstüber. Aber er hält gut mit, muss man sagen. Der Tino Meuli. Seconds out, Ring frei, Runde 6, Round 6. Hat zwar noch keine Runde gewonnen, aber... Aber hält gegen und haut auch was ja, dagegen. Ja, versucht nochmal zu schlagen, genau. Wir sind ja hier beim Boxen, wo jeder Schlag entscheidend sein kann. Also daher... Vielleicht hat er ja noch ein bisschen Hoffnung, dass... Haro müde wird. Und er ihn dann hart erwischt. Oh, das tut weh. Und es tut dann noch mehr weh, wenn die Kräfte natürlich jetzt auch langsam weniger werden. Also auf alle Fälle gut trainiert, der Zina Meuli. Die Körperhaken, die muss erstmal wegstecken. Ja. Und probiert es immer wieder mal, ne? Mit ein paar Schwingen und Körper reinstellen. Kein Spaziergang für Haro hier. Ja, nachdem er die letzten Gegner aus Italien in der Regel recht weggeknallt hat. Ja, auch mal guter Körpertreffer von Tino Meuli. Aber muss man auch mal Hagen Döring lassen. Gutes Matchmaking heute Abend. Ja. Wie den letzten Abend, ne? Also spannende Kämpfe, interessante Kämpfe, kein Verlust. Also wunderbar. Ja.
mehr Arbeit für Haro Matevosian, als ich das vorgestellt habe. Nächsten Monat boxt ein ehemaliger Argon-Boxer um die Weltmeisterschaft. Arthur Mann hat nach seinem Sieg 2020 hier noch für die Argon und Sports Event gegen Rad Rashid seine Laufbahn für beendet erklärt. Hat man nichts mehr von ihm gehört und dann plötzlich hat er sich dann doch andersrum entschieden. Und am 16. Oktober reist er in die lettische Hauptstadt Riga, um dort gegen IBF-Meister Mairis Britis anzutreten. Mann gibt sich zwar siegesgewiss, doch die Experten sagen eher ein Ende im Voraus wie gegen Kevin Lorena. Gegen den kam er in die vierte Runde. Da ging es um die EBO-Weltmeisterschaft. Beschäftigt ihn immer wieder. Ne? Keine Erholungsphase. Ja, nach Punkten ist er klar vorne. Klar, aber trotzdem gute Leistung für Meuli. Ja. Ich glaube, wir müssen noch konsequenter dranbleiben. Ja, interessanter Kampf. Auf jeden Fall. Mit klaren Treffern. Achte Runde. Wird hier schon mal angezeigt. Arbeitet als Kommunikationsbeauftragter der Fachhochschule St. Gallen. Zino Meuli. Ja, gibt es noch einiges zu besprechen da in der Ecke von Matevosian. Seconds out, ringfrei, Runde 8. Round 8. Aldama. Der sich hier in Berlin pudelwohl fühlt. Und die Boxer, wie man sie hört, mit ihm auch. Haben sich hier knüppelhart vorbereitet auf Mallorca. Die Jungs.
Oh. Ja, die steckt aber alle weg. Die harten Körpertreffer. Ja. Kriegt eine zurück, Mann. Oh. Ja, da müsst ihr auch erstmal dranbleiben, ne? Ja. Ja, jetzt braucht er die Pause. Es geht auf die Knie wegen seines Cuts, glaube ich. Nee, das war die Luft. Oder? War es die Luft? Das ist die Luft, ja. Mhm. Manchmal kommt die später. Okay. Schöne Offensive. Ja, schüttelt mit dem Kopf. Er ist ziemlich fertig. Ja. Fertig aus Arm. Ist Schluss jetzt. Das war die letzte Runde. Ja. Irgendwie haben sie ja, fertig. TKO, 9. Runde. Sieger Haro Matevosyan. Ja, muss er trotzdem nochmal angegonkt werden, ne? Der Kampf muss ja trotzdem nochmal angegonkt werden, glaube ich. Und dann, ja, müssen nochmal alle raus aus dem Ring. Ja, aber war ein hartes Stückchen Arbeit. Ja, hat ihn aber. Hat ihn aber die dann. Körpertreffer, glaube ich. Ja. Das war es nach hinten raus, ne? Hat ihn da systematisch schon auseinandergeschraubt, ja. Aber trotzdem war nicht schlecht. Aber macht natürlich auch einen intelligenten Boxer aus, wenn er merkt, das geht nicht mehr. Ja. Muss er ja nicht nach. Hier kann ich nur noch böse K.O. gehen. Ja, ne, die werden einschlagen lassen. Aber ne, hat man eben gesehen, der hat hier zur Aufgabe gegeben, guckt in die Ringecke und die Ringecke reagiert gar nicht. Ne? Also ja. Da muss der Trainer eigentlich schon sehen, okay, ich nehme dann meinen Schützling hier raus. Ne? Ja, ist ja manchmal fatal, ne? Ja, in so einer Situation war er ja auch noch gar nicht. Ne? Hat jetzt 14 Kämpfe alle gewonnen, ne? Und jetzt hat er einen Gegner, der richtig zurückhaut, der auch überlegen ist. Ne? Das kommt ja nicht von irgendwo. Und dann sagt er, nö. So, IBF Interconti Titel hat er verteidigt. Der Haro Matevosyan. Wie gesagt, gute Kämpfe heute Abend. Eine Ausnahme. Aber die haben wir immer mal. So, da ist Hagen Döring bei Haro und Matevosyan, der Matchmaker, der eine Aufgabe hier super gemacht hat. Thomas Pütz. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen riesen Applaus für einen Megakampf für beide Fighter.
Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Die rote Ecke gibt auf und damit haben wir einen Sieger durch TKO 9 von Agon Sports and Events and still the IBF and the Continental Champion, Paro Matebosian! So, wir gleich noch ein Interview geben. Mit unserem Ringsprecher, der seine Aufgabe heute wieder super gemacht hat. Ja, nochmal kurzes Fazit. Chama Saidi, toller Kampf. Matebosian, toller Kampf. Picciorillo, sehr guter Kampf. Ja, es waren alles soweit sehr gute Kämpfe. Mit einer Ausnahme, aber okay. Das kann bei 7 Kämpfen schon mal passieren. Ja, ja. Ja. Freuen wir uns mal auf Ende. Ja. November, glaube ich, bis Winter soll der nächste Kampfabend hier stattfinden. Okay. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du wieder dabei warst. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ja. Und jetzt sage ich schon mal Ciao und Tschüss und gebe ab an Ingo Rohrbach. Ja, besten Dank, Matthias. Haro, was eine Leistung. Gratulation. Also du hörst, das Publikum war auf deiner Seite, ist auf deiner Seite. Und wie hast du den Kampf selbst gesehen? Danke erstmal vielmals an den Publikum. War eine sehr, sehr gute Vorbereitung mit unserem neuen Trainer Frankie. Hab nur ihn zu bedanken, hab vieles gelernt und das alles habe ich auch probiert und laut Gefühl habe ich das auch hingekriegt. Deswegen war auch ein toller Kampf. Absolut, es war ein richtig guter Kampf. Du bist mit so viel Druck nach vorne gegangen, hast den Kampf von Anfang bis zum Ende bestimmt. War das genau der Matchplan für heute? Ja, da muss ich wieder Danke an Frankie, unseren Trainer, sagen, das ist alles seine Schule, das hat er uns beigebracht. Aber nicht nur Druck machen, sondern, wie er das immer sagt, intelligent. Das war absolut intelligent geboxt. Wenn man jetzt mal sieht, in der dritten Runde hattest du ihn schon mal am Boden, hast dann zu deinem Promoter geschaut und hast schon ein bisschen mit dem Publikum kokettiert, hast du gedacht, jetzt habe ich ihn im Sack. Ja, aber das ist einerseits auch falsch. Deswegen habe ich auch nicht so mit den Gedanken, bin ich nicht nach vorne gegangen. Das darfst du nie so sagen. Es kann sich sofort die Karten ändern. Ja, aber du hast es dennoch top zu Ende geboxt. War eine klasse Leistung. Hast auch in gewissen Passagen nochmal die Power rausgenommen. Lass uns ein bisschen nach vorne schauen. Was habt ihr vorbereitet? Ich meine, jetzt bist du ja Interconti-Champion. Was kommt denn jetzt? Ich glaube, wir treffen uns Dezember in Dubai, oder? Genau. Austin Trout hört man von Ingo Volkmann. Genau. Danke, Herr Ingo Volkmann ist gerade dabei am Organisieren. Ich hoffe, das findet statt. Und wir treffen. Weil hätte ich gleich noch gesagt, da bist du die Nummer 3 der Welt. Ist denn das so ein Wunschgegner von dir? Und auch vielleicht in Dubai vor einem riesigen Publikum, wenn alles wieder normal läuft, zu boxen? Ja, auf jeden Fall. Was heißt Wunschgegner? Um ganz nach oben zu kommen, sind alle, sag ich mal so, Wunschgegner. Haro, herzlichen Dank, großen Applaus für dich, Riesenkampf, alles Gute. Danke, danke vielmals und einen großen Dank an unseren Promoter, Herrn Ingo Volkmann, das alles organisiert. Vielen Dank, Haro, alles Gute, lass dich feiern. Herzlichen Glückwunsch nochmal in die Ecke.